Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Viele Frauen erleben während der Wechseljahre unangenehme Symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und vieles mehr. Aber es gibt natürliche Wege, um diese Beschwerden zu lindern. Heute werden wir uns auf die sogenannten Frauenheilkräuter konzentrieren, die bei Wechseljahrsbeschwerden helfen können. Hier sind unsere Top 6. Frauenmantel Frauenmantel ist bekannt für seine entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften. Er kann bei Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen helfen und wirkt regulierend auf den Menstruationszyklus, etwa bei unregelmäßigen Blutungen und starken Menstruationsschmerzen. Salbei Der Salbei ist ein weiteres beliebtes Kraut, das bei Hitzewallungen und übermäßigem Schwitzen helfen kann. Seine kühlenden Eigenschaften können die Beschwerden deutlich lindern. Salbei hat eine weichmachende Wirkung auf das zentrale Nervensystem und kann damit Hitzewallungen, Nachtschweiß und übermäßiges Schwitzen reduzieren. Johanniskraut. Das Johanniskraut ist bekannt für seine stimmungsaufhellenden Eigenschaften und kann bei Depressionen und Angstzuständen während der Wechseljahre helfen. Es wirkt lindernd bei emotionaler Instabilität, Angstzuständen und Depressionen. Mönchspfeffer. Der Mönchspfeffer ist ein weiteres Kraut, das bei hormonellen Ungleichgewichten während der Wechseljahre helfen kann. Er kann Schlafstörungen, Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen lindern, den Progesteronspiegel regulieren und bei Menstruationsbeschwerden helfen. Traubensilberkerze. Die Traubensilberkerze ist bekannt für seine hormonregulierenden Eigenschaften und kann bei Hitzewallungen, Schlafstörungen und vaginaler Trockenheit während der Wechseljahre helfen. Nachtkerzenöl. Nachtkerzenöl enthält essentielle Fettsäuren, die bei trockener Haut und Schleimhäuten helfen können und bei vaginaler Trockenheit Hauttrockenheit und Juckreiz lindernd wirken. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Auswahl an Kräutern ist und es noch weitere gibt, die bei Wechseljahrsbeschwerden helfen können. Naturheilkundliche Behandlungsmethoden bieten eine sanfte und effektive Möglichkeit, um die Symptome der Wechseljahre zu lindern, ohne auf starke Medikamente zurückgreifen zu müssen. Es ist jedoch ratsam, vor der Anwendung dieser Kräuter einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker zu konsultieren um individuelle Bedürfnisse und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten berücksichtigen zu können. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und Sie die Vorteile der Naturheilkunde für Ihre Gesundheit entdecken. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch Gesund.